So, meine Damen und Herren, da kommen wir heute am 24.03. um 12:55 Uhr zu einem Unboxing. Denn ich hatte mir am 11. Februar, wie ihr schon sehen könnt, was vorbestellt. Und heute ist das offizielle Release-Datum davon, von dem, was hier drin ist, der 24.03. Und ja, ich komme gerade an. Hier ist natürlich jetzt nichts mehr drin. Und zwar habe ich mir vorbestellt. Resident Evil Welcome to Raccoon City, die normale Blu-ray. Immer dieser scheiß Fokus, ne? Und wie gesagt, das Spiel ist noch vor dem Basisspiel. Basisfilm. Ich hätte auch die UHD-Variante kaufen können, also UHD mit HDR. Das wäre dann halt eine Zweier-Blu-ray gewesen, weil dann halt einmal der Film ist und halt eine Bonus-DVD. Die Bonus-DVD wollte ich nicht, ich wollte ja nur den Film haben, sonst nix. Ja, die hat geklingelt, die Postbotin, weil es im Briefkasten nicht reingepasst hat, weil der Ding zu groß war. Handbuch gibt es schon mal nicht mehr. Ich kenne den Film nicht, der kam letztes Jahr im Kino. Und ja, ich gucke mir die Tage mal einfach an. Mit Wendecover, Extras im Vertrieb von Replication der DNA ca. 11 Minuten, Corpse in Chaos 8 Minuten, Zombie Slickers in the Horror of Resident Evil ca. 6 Minuten. Also ein bisschen Material ist mit dabei. Aber dann halt denn nicht alles. Produktionsjahr 2011. Wegen Unschärfe. Bildformat 2.40 zu 1 in 16 zu 9. Typ Blu-ray, Laufzeit 108 Minuten. Ja. Ich werde mir die Tage mal angucken. Weiß gar nicht, vielleicht nachher noch. Muss ich mal gucken. Aber gesagt, ja, das ist das Unboxing von heute. Von heute. Und an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal natürlich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir dachten, es wird noch ein Unboxing folgen, aber erst Ende April, also erst in rund 4 Wochen. Ich glaube, 26. April oder 29. April. Auf jeden Fall Ende April. Letzte Aprilwoche, da habe ich mir nämlich noch was anderes vorbestellt. Und was das sein wird, werden wir dann allerdings erst in 4 Wochen sehen.